Und damit welcome back, ladies and gentlemen, zu einer weiteren sonnencremearmen Folge If Sunsets. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist und ein herzliches Dankeschön geht natürlich raus an all die Zuschauer, die das letzte Video positiv bewertet haben. Vielen lieben Dank. Ja, Freunde, machen wir weiter an dieser Stelle. Wir werden heute mal wieder ein bisschen erkunden, beziehungsweise eventuell gehen wir sogar in diese eine Höhle, in die wir gehen müssen, laut Missionen. Aber bevor ich da reingehe, möchte ich mal kurz schauen, wie ich den Tisch hier nochmal upgrade. Oder was ich dafür brauche. Okay, ich bräuchte super viel Flint, super viel Dielen und super viel Leder. Super viel von allem. Okay, also ich habe weder Leder, noch habe ich Flint en masse. Ja, okay, dann kann ich das jetzt schon mal knicken. Da weiß ich da schon mal Bescheid. Denn ich dachte mir, vielleicht, wenn ich das ausbauen kann, könnte ich dann vielleicht schon mal von den Waffen her irgendwas Besseres machen. Aber dann würde ich sagen, düse ich jetzt erstmal mit meinen Waffen los. Was ist hier eigentlich? Ist das alles noch Tutti Robusti? Ich glaube schon. Ich glaube, das geht hier noch. Okay, cool. Dann können wir eigentlich schon loslegen. Ich schaue nochmal schnell ins Inventar. Essen habe ich ein bisschen was dabei. Ein bisschen Stöcke habe ich dabei. Wie man so Heilsachen macht, weiß ich immer noch nicht. Was ist das hier eigentlich? Zuckerrohr. Es gibt irgendwo hier in der Welt Zuckerrohr. Wir haben auf jeden Fall noch nicht alles gesehen. Hier ist so ein roten Trank. Da brauche ich rote Eier und gelbe Blumen. Mehr eigentlich nicht. Also rote Eier. Haltet Ausschau nach roten Eiern. Würde ich trotzdem sagen, dass wir mal schauen, dass wir in die Höhle reinkommen. Weil so grundsätzlich Rüstung ist eigentlich ganz cool. Aktuell. Ja, Waffen könnte ich schon mal bessere haben. Ist logisch. Aber mein Gott, dann komme ich halt jetzt erstmal mit dem klar, was ich habe. Das geht schon. Natürlich sammeln wir alles Mögliche dann nochmal auf dem Weg ein. Lass uns auch nochmal schauen, nochmal ein paar Pfeilchen machen. Ich habe gut was verschossen in der letzten Folge. Aber mal so 20, muss reichen. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt da nochmal hin? Ich glaube über den Dschungel. Das ist echt faszinierend, wie schnell die Rohstoffe wieder da sind. Das finde ich geil. Sehr, sehr geil. Oh, ich glaube, die Schweinchen sind auch wieder da. Sehr gut. Leder, wir brauchen Leder. Nope, du triffst mich nicht. Okay, einmal hat er mich erwischt. Ist aber in Ordnung. Hier mal nochmal ein bisschen Stein. Das ist die Frage, ist der Große auch wieder da? Oder braucht er noch ein bisschen? Ne, ich glaube, der Große braucht noch ein bisschen. Na gut. Dann schauen wir mal jetzt in diese Richtung, wo diese eine Höhle ist, wo wir hin sollen. Alter, wo kommt der jetzt her? Ja, back fest. Stopp. Jawohl. Okay, nur ein bisschen Knochen. Schade. Hier ist die Höhle, ne? Ich glaube, in diese Höhle müssen wir. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen hier rein. Okay. Ich meine, hier waren wir ja schon mal kurz drin. Könnten wir halt Kupfer bekommen. Wir machen heute mal so ein bisschen einen auf Höhlenforscher, hätte ich gesagt.
haben jetzt auch Zeit, ne? Wir werden nicht mehr angegriffen. Ich habe uns nochmal eine Pause gekauft. Okay, hier vorne war ich ja schon. Aber da zum Beispiel war ich noch nicht, obwohl ich glaube, dass... Alter! Abenteurer, Daywalker. Ah, hier können wir gut mit den Bugs arbeiten. Ah, jetzt hat er Kopfschmerzen, sehr gut. Und weg damit. Ah, Mist, jetzt hat er mich erwischt. Nope. So, okay, hier mal nochmal was von den Steinchen, sehr gut. Und ein Lebenstrank, sehr geil. Oh, Pfeile nehmen wir nochmal alle mit hier. So, Bogenschießen, Schwimmen. Okay, schon mal ganz geil. Verwenden. Nice. Saatgut, Stoff und ein paar Bitcoins. Kiefernzapfen. Ja, was braucht wir denn Kiefernzapfen? Braucht doch keine Sau. Oh, okay, was haben wir hier? Riesenameise. Ameisen, Mehrzahl. Komm, Switch. So, eins ist schon mal down. Die große hängt da irgendwie fest. Das können wir nutzen. Mal einen Schlag und wieder zurück. Okay, weggeportet. Kommt gleich wieder. Weißt du. Aber leider wieder mit Full Life. Aua. Ah, Half-Life. Ameisenschlamm, okay. Mal eine Mango reinpressen. Was haben wir denn noch zum Heilen? Gesundheit 10. Ja, komm, dann nehmen wir Kokosnüsse erstmal. Müssen auch weg, bevor sie schlecht werden. Hier habe ich noch mal ein bisschen Kupfer. Das nehmen wir mal mit. Bringt uns zwar jetzt so noch nichts, sage ich mal. Da wäre es so eine Schmiede brauchen. Aber schadet ja nicht, wenn wir es schon haben auf Vorrat. Alter, was ist das? Okay, schauen wir uns gleich an. Bisschen Stoff. Und Flint. Okay. Davon kann ich mir jetzt nicht wirklich was kaufen. Eine Indianer-Axt haben wir gefunden. Cool. Was macht denn unsere Schaden? 21 Baumfällen. 1 und 27 Baumfällen. Okay, das ist natürlich um einiges besser. Einmal ausgetauscht. Okay, hier gehe ich nicht weiter. So, da gehen wir jetzt so an sich auch nicht runter. Ich schaue jetzt nämlich nochmal, wo dieser Weg hier hinführt. Der sollte ja eigentlich auch dahin führen. Schauen wir mal. Boah, Alter! Die sind mich immer erschrecken, ey! Boah, zwei sind schon ein bisschen heftig. Da muss ich, glaube ich, doch mit Bogen arbeiten. Bogen und Fee. Und dann weiter tanzen.
Ah, Fee ist müde. Okay, ausruhen. Okay, den haben wir schon mal. Aber jetzt kurz mit Überblick. Sehr schön. Eine hölzerne Rüstung. Wie schön. 16,66. Okay, macht zwar keinen Crit. Aber der Rest ist halt viel geiler, oder? Maximal Energie 2,1, maximal Gesundheit 12. Ja, Crit fällt halt dann weg, aber egal. Dafür an sich mehr Rüstung mit 22,4. Obwohl mir halt das Crit schon auch wichtig ist. Wie schaut es mit Gewicht aus? Easy. Okay, 180 von 400. Jetzt haben wir eine Holzrüstung. Hat sich ja gelohnt. Klinstoff. Okay, was ist das? Drehen Sie. Okay, ich habe hier 3 Symbole. Und 5 Steine muss ich zum Altar bringen. Aber ich brauche hier eine richtige Reihenfolge. Das heißt, ich muss in der Welt auch irgendwie nach Symbolen Ausschau halten. Okay, gut zu wissen. Hier komme ich schon mal nicht weiter. Ich glaube, dieses Spiel kann echt noch einiges bieten. Ich meine, ich spiele jetzt hier eine Demo, ja, wohlgemerkt. Kann schon noch ein bisschen was kommen, aber das sagt man bei vielen Spielen und dann kommt ja doch nichts. Hier ist eine offene Schatzkiste, das sieht mir stark nach einer Falle aus. Könnte ich noch rüberjumpen? Soll ich mit Anlauf oder ohne Anlauf? Mit. Ganz klar mit. So viel Öl, wie ich finde. Wahnsinn. Weiß ich ja gar nicht, was ich mitmachen soll. Okay. Hier gibt es den richtigen Schatz. Ein normaler Sprung. Sicht. Und so. Was haben wir hier? Hinweis. Der Artikel wurde dem Buch hinzugefügt. Kugelstein, Münzen und Reparatursets. Ist auch immer irgendwie dasselbe drin, oder? Okay, hier ist einfach nur Wasser. Würde ich jetzt auch nicht groß tauchen gehen wollen. Ich glaube, wir haben hier das bekommen, was ich wollte. Das reicht dann schon mal. Dann lassen wir die Höhle jetzt erstmal Höhle sein. Wir wissen auf jeden Fall, hier können wir ein bisschen Kupfer noch holen, wenn es ist. Ein Ameisenschlamm. Ich muss was trinken, sehe ich gerade. Ich glaube, es schadet auch nicht, wenn wir uns noch eine Kokosnuss gönnen. Und die bringt ja so gut wie gar nichts. Cool. Was haben wir noch zum Essen? 3 Bananen, das war's. Ich hoffe, ich finde noch ein bisschen was auf dem Weg. Das wäre nicht schlecht. Hier hatten wir, glaube ich, schon gelootet. Loot in Kisten kommt ja nicht wieder zurück. Kisten bleiben leer. Ja, ich kann mich sogar noch an diese Kiste hier erinnern. Jetzt muss ich mal schauen, wo muss ich denn hin? Eigentlich irgendwie andere Richtung. Um zu dieser anderen Höhle zu kommen, die auch gekennzeichnet ist. Hier wird es bestimmt bockschwer, kann ich mir vorstellen. Deswegen werde ich jetzt auch noch mal kurz Pfeile machen. Ah, Scheiße, ich habe keine Stöcke. Muss hier noch mal irgendwie ein paar Stöcke abgrasen. Jetzt wird das nämlich nix. Hier war ich erst. Off-Take.
Da ist, glaube ich, die große Höhle. In Höhlen werden wir jetzt aber auch nicht wirklich Stöcke finden. Was war das? Hier war irgendwas markiert. Ach, das war der Schmetterling, oder wie? Ich kann einfach so den Schmetterling in der Luft fangen. Das nennt man dann Skill. Oh, cool. Oh, Eier. Weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich die jetzt entferne. Ich nehme erstmal die Kiste. Ja. Einmal Kischt. Okay. Und Eier. Rote, zufälligerweise. Rohes Vogelfleisch. Interessiert aber keinen. Okay, sehr gut. Ich dachte, Mutti und Papi kommen erst an, um mich zu verprügeln. Das müsste jetzt die Höhle sein. Wo auch gesagt worden ist, ich sollte mich gut vorbereiten, bevor ich da reingehe. Und hier haben wir einmal das Feuer, das wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge gesehen haben, hinter dem Wasserfall. Und super viele Fische, seht ihr das? Und Sonnenhut. Das ist ein Anglerhut, wie cool. Oh, hier ist aber auch schön. Die Map an sich gefällt mir echt gut. Die Welt. Ist echt schön geworden. Okay, hier haben wir ein bisschen Fleisch. So, wir brauchen unsere Fee. Lilifee. Ah, Fleisch ist nicht. Ist auch so ein Glücksspiel. Manchmal kriegst du was, manchmal nicht. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hin soll, ne? Was seid ihr denn eigentlich? Pirat. Ich muss mal, glaube ich, ein paar Punkte vergeben. Ich glaube, da habe ich nämlich auch noch welche von der letzten Schlacht. Er hat mich getroffen? Er tritt mich einfach. Was soll das? Einer ist fast down. So, jetzt weg damit. Und weg damit. Bandage. Ja, Bandage ist ja an sich ganz schön, aber stoppt halt nur Blutung. Ich liebe Survival-Spiele, wo man seine Pfeile aufheben kann. Bei manchen geht's hier leider nicht, das finde ich dann immer zum Kotzen. Ist das hier Eisen? Kohle. Okay, wir gehen wieder ein Stück zurück. Ich meine, das da hinten ist auch wieder interessant. Das ist alles immer so interessant hier. Aber ich will mich heute mal ein bisschen auf diese Höhle fixieren. Und nochmal hinter diesen Wasserfall schauen, auf jeden Fall. Oh, super viele Ameisen. Aber was ist das hier? Ist das eine Ressource? Ne, Kerzen. Okay. So, wenn ich Ameisen brauche, einmal hinter dem Wasserfall. Hab verstanden. So, wir gehen jetzt in die Höhle.
den offiziellen Eingang. Noch ein paar Bananen. Jetzt Vorsicht. Also ich glaube, das ist hier die reine Ameisenhöhle, ne? Ja, das führt dann auch definitiv dann zu dem anderen Eingang. Alles klar, die hat einfach eine hölzerne Rüstung mit dabei. Die Ameise. Oh, die tankt schon gut weg hier. Aber wir brauchen halt ein bisschen zum Zuschlagen. Das ist mein Vorteil. Wenn sie mal trifft, macht sie aber auch gut Schaden. Ausdauer. Aber das ist doch jetzt die Höhle. Also der offizielle Eingang, denke ich mal. Na, Fee ist schon wieder erschöpft, okay. Gucken jetzt nochmal, ob ich irgendwas skillen kann. Nice, hölzerne Hose. Aber hier haben wir Stoffhose. 13, 4, 4,5. Ich werde mal ein bisschen schneller mit dieser Stoffrüstung. Also da ist der Unterschied jetzt nicht so krass, weil wir nehmen es mal mit, klar. Was ist das? Ein luminescierender Pilz. Oh, da ist jemand gefesselt. Ich glaube, ich habe einen Gefangenen gefunden. Aber erstmal sichern hier den Bereich. Ach du Scheiße, wie viele. Hey Kumpel. Ich helfe dir da raus. Okay, den ersten habe ich schon mal. Ui, danke, jetzt kann ich endlich zurück in den verdammten Hinterhof. Wer bist du? Noeta, ein Zwerg, der freundlich zu Menschen ist. Er wurde bisher in diesem elenden Ort gefangen gehalten und sie haben ihn gerade gerettet. Ende. Gibt es noch weitere Überlebende? Außer mir gibt es wahrscheinlich Mitglieder unseres Erwin-Händler-Gilde, die auf dieser Insel verstreut sind. Rette sie, bitte. Rette mich unbedingt. Sie alle werden Ihnen eine große Hilfe sein, Herrscher. Hier ist meine Belohnung dafür, dass ich gerettet wurde. Danke. Wenn Sie in den Laden kommen, können Sie Gegenstände tauschen. Okay. Ja gut, Heiltrank ist schon mal nicht schlecht. Ich gucke jetzt erstmal tatsächlich in die Richtung. Meide nochmal ein bisschen die Ameisen-Army. Und ist schon die nächste, ey. Hier nochmal schnell skillen. Attribute. Rüstung, Angriffsstärke würde ich jetzt nochmal ordentlich reinpumpen. Ausdauer bin ich aktuell zufrieden. Machen wir hier noch einen und hier noch einen. So, Geschicklichkeitsbaum. Schnell wie ein Wiesel machen wir mal. Ich habe 4 Punkte. So, Robin Hood Fernkampfschaden. Schusswaffen schneller laden, richte den Bogen schneller aus. Ja, warum jetzt nicht unbedingt. Flinke Hände, Angriffsgeschwindigkeit. Ich habe auch hier gesehen, erhöht deine Fähigkeit, Gegenstände herzustellen und immun gegen Fallen. Das ist halt auch ganz praktisch, ne, weil ich immer reinrenne. Scharfes Auge, Ausweichen von Feinden. Ne, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Mehr Gegenstände transportieren. Ja, Energie-Zurückgewinnung, Sturzschaden
Reduktion deiner Angriffsgeschwindigkeit. Ich glaube, ich mache nochmal ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit. So zwei und dann nochmal ein bisschen. Wo war denn Nahkampf eigentlich? Hier, ne? 15% Schaden von Einhandwaffen. Oder ich spare mir den einen noch auf. Ich glaube, ich spare mir. Oh, Gesundheitsregeneration. Da machen wir auch nochmal einen Punkt rein, Leute. Ich sehe zwar nichts, dass sich irgendwas regeneriert, aber okay. Aber wir haben super viel von diesen Steinen schon, ne? 36 Stück insgesamt an der Zahl. So. Gib mir das. Oh. Ja, noch eine. Man kann immer so zweimal zuschlagen, ja, oder auch nur eineinhalb Mal. Das ist doch niemals die Höhle. Das ist nicht die Höhle, wo ich hin muss. Da vorne ist zu. Das ist nicht die Höhle, die ich brauche. Oh, guck mal, wie schön dieser Fisch ist. Jetzt ist er weg. Was haben wir denn? 3:30 nachmittags. Okay. Würde ich jetzt sagen, gehen wir noch mal ein bisschen spazieren. Huh? Bisschen Aloe. Auch wenn ich noch nicht weiß, was für alternative Gesundheitssachen es gibt. Okay, hier ist Ende. Hier sind wir übrigens wieder am Anfang. Das ist der Strand. Könnten jetzt auch rein theoretisch auch porten, glaube ich. Könnten wir nochmal ein bisschen Zeit sparen. Ein Biber. Nice. Biber gibt's hier auch. Okay. Jungle Mountain. Nee, ich glaube, ich gucke jetzt noch mal so ein paar Minütchen. Ich meine, die Folge ist eh gleich zu Ende. Gucke ich jetzt noch mal, ob ich da irgendwie ein bisschen tricksen kann. Wisst ihr, was ich bei dem Spiel auch ganz cool finde? Ich meine, aktuell wahrscheinlich nicht der Fall, dass ich über 400 Kilo habe, aber selbst wenn man mehr Kilo hat, kann man trotzdem nochmal rennen. Man ist nicht hardcore überladen hier. Ich glaube, man verliert halt nur mehr Ausdauer. Okay, das ist die Höhle, wo ich jetzt schon war. Vielleicht muss ich wirklich erstmal diese Symbole finden. Komme dann in diese Höhle rein, wo ich hin muss. Ja komm, dann prügeln wir uns jetzt noch mal ein bisschen mit Ameisen. Das Holz. Was machen die denn schon wieder hier? Ja, aber es ist schnell respawned. Wenn, dann würde ich jetzt hier noch mal die rechte Seite gutachten. Das war jetzt auch nochmal so ein kleiner Gang. Aber halt ziemlich krass mit Ameisen gespickt. Ich glaube aber, die hängt. Ja, sehr schön. So, Lilifee, auf geht's. Mist. Jawohl. Komm her. Selbe Spiel mit dir. Bist zu fett, um da durchzukommen. Ergo wirst du sterben.
Das Niveau steigt. So, das sind nochmal kleiner, das ist ein bisschen feiner mit denen. Ist doch schön, dass man durch Gegner durchrollen kann. So, dann gönnen wir uns mal noch schnell einen Trank. Wir haben ja zwei. Und dann schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Oh, das sieht ja super interessant aus. Es wird dunkel. Oh, guck mal hier. Eine Mühle. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, das sieht ja mal richtig cool aus hier. Ja, nice. So, hier geht's runter zum Strand. Das ist auch eine coole Gegend. Gefällt mir. Also wie gesagt, die Welt mag ich. Das ist echt gut. Okay, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge werden wir hier einfach mal weitermachen und einfach mal gucken, wer sich da so rumtreibt. Ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir den Daumen da lasst oder einen netten Kommentar verfasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lästigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.